Hallo, ihr Sonnenscheine. Hochhausbrand in Lichtenberg. Eine Person tot. Bei einem Brand in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat die Berliner Feuerwehr dem RBB bestätigt. Gebrannt hat demnach eine Wohnung in einem 11-stöckigen Haus in der Rudolf-Seifert-Straße. Nach RBB-Informationen wurden die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Anwohner sagten dem RBB, es habe ein älterer Mann in der Wohnung gelebt. Ob er der Tote ist, ermittelt nun die Polizei. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur 24 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute höchstwahrscheinlich bewölkt mit vereinzelten Schauern sowie einer Höchsttemperatur von 27 Grad und einer Tiefsttemperatur von 15 Grad. Wunderbar. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist es in Berlin teilweise sonnig mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 19 Grad. Auch hübsch. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 28. Juni von Delmor Schwarz. Zeit ist die Schule, in der wir lernen. Zeit ist das Feuer, im wir brennen. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salut hier aus Berlin.